Die meisten von uns haben es nicht so mit dem Fühlen negativer Gefühle. Das ist eigentlich etwas, was wir eher vermeiden wollen. Aber zunächst mal grüße ich Sie ganz herzlich, liebe Zuschauer, zu unserem Gesundheitsfernsehen. Und Sie haben schon eine Ahnung, wo es hingeht. Es geht um negative Gefühle und was Sie letztendlich aber, oder das Fühlen, was das Fühlen dieser negativen Gefühle letztendlich für einen Gewinn für uns bringen kann. Und kann es unsere Stabilität fördern? Diesen Fragen gehe ich jetzt mal nach mit meinem wundervollen heutigen Gast, Stefan Meyer. Er ist bei mir Bewusstseinslehrer und wir schauen mal, was wir dadurch bewirken können, wenn wir uns mal einlassen, auch auf negative Gefühle, denn sie gehören zum Leben wie alles andere auch. Begleiten Sie mich bitte ins Gespräch. Ich lade Sie herzlich ein. Bis gleich. Lieber Stefan, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, Alexandra. Ich habe schon eingeleitet, negative Gefühle fühlen. Eigentlich sind wir ja so eine Spaßgesellschaft, viele von uns zumindest, die dann sagen, ich möchte mich nur mit dem beschäftigen, was mir gute Gefühle machen. Und wir suchen nach guten Impulsen, aber das, was uns wehtut, das vermeiden wir und wollen wir eigentlich gar nicht fühlen. Kennst du das auch bei dir selbst oder? Also grundsätzlich ja, ich bin ja auch in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo es darum geht, dass man das macht, was angenehm ist und das, was unangenehm ist, vermeidet. Und das nimmt man dann irgendwann auch mit in die persönliche Entwicklung, wenn es dann irgendwann ein bisschen nach innen gerichtet wird, wenn es spirituell wird, energetisch wird, wie man das so nennt. Und immer wieder werden Sachen einfach ausgegrenzt. Das ist, manche Menschen grenzen die eigene Schattenwelt total aus. Das ist dieses Extrem Licht und Liebe, zu sagen, okay, ich richte mich aus einfach auf das Positive. Und jeden Morgen richte ich mich aus und erschaffe mir damit meine Welt. Das ist ein echtes Extrem. Und es gibt Abstufungen, zu sagen, okay, ich darf schon auch ein bisschen nach innen fühlen und darf da auch mal ein paar unangenehme Sachen wahrnehmen. Aber was ich selber noch in mir habe, auf einer tieferen Ebene, das will ich dann auch nicht mehr sehen. Also quasi, ich darf mal sehen, dass in der Kindheit was nicht in Ordnung war. Da fühle ich auch mal mit. Ich darf auch mal sehen, dass in früheren Leben ich auch mal Schmerzvolles erlebt habe. Das nehme ich auch mal in mir wahr. Aber dann noch tiefer zu gehen und zu sagen, es gibt Ebenen in mir, in meinem Charakter, in dem, was ich bin, in meiner persönlichen Schattenwelt, da ist dann schon für viele, die sagen, da gehe ich dann gar nicht mehr hin. Also dieses Erleben von Unangenehmen, und das ist ja, müssen wir vielleicht noch mal kurz sagen, das ist immer eine Bewertung. Irgendwann hören diese Bewertungen auf. Irgendwann gibt es das Unangenehme nicht mehr und das Angenehme. Da gibt es einfach nur noch das, was ist. So, aber wir sprechen ja über diesen Raum, wo wir uns noch schon in einer Trennung wahrnehmen. Man nimmt sich wahr als ich und den anderen als den anderen. Und da ist es so, mal für einen Beispielsatz oder mal eine Aussage, die ich mal treffen möchte. Wenn du dich wirklich entwickeln möchtest persönlich, dann kümmere dich um die unangenehmen Sachen in dir. Und du musst überhaupt nicht im Außen so aktiv sein. Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Und nicht auf der Suche sein nach Lösungen oder nach Fähigkeiten, was viele Menschen immer noch sind. Ja, ich möchte gerne meine spirituellen Fähigkeiten erweitern. Oder ich möchte zwingend eine Lösung haben für das Knieproblem oder für vielleicht noch unangenehmere Sachen. Wenn du dich nach innen richtest und dorthin schaust, wo es, und das wirklich mal in Anführungszeichen, unangenehm ist, wo es dunkel ist in dir selbst, wo die Schwere ist, wo die Angst ist, wo dann auch die Wut kommt, wo auch, wenn man wirklich weitergeht, der Hass kommt. Hass auf sich selbst. Und damit, wenn man Entität, jedes Ego, jeder Mensch hat auf eine Art und Weise Hass auf sich selbst. Wenn man es irgendwann mal schafft, dahin zu kommen, zu dieser tiefen Ebene, dann löst es sich aus einem heraus. Man fängt an, in einer ganz anderen Ebene zu leben. Und dieses Thema des Fühlens, wir hatten ja ein Interview, da ging es um Mehrdimensionalität.
Also wenn man sagt, da ist was Unangenehmes in mir und ich durchdringe es aber, immer tiefer merke ich, was es auf einer tieferen Ebene wirklich ist und was für ein Schatz da drin steckt. Mhm. Mir fällt zu dem Thema eben einfach mit den unangenehmen Gefühlen auch immer wieder ein, was mir einfach unangenehm auffällt, vor allen Dingen in den sozialen Medien. Da liest man dann öfter mal so Bildchen mit Sprüchen drin, so nach dem Motto, Menschen, die dir nicht gut tun, quasi die verabschiede die aus deinem Leben. Dann denke ich mir immer, ja, das ist doch aber nicht die Lösung. Du wirst, ja, du nimmst dich ja immer mit. Egal, wenn du die verabschiedest, dann kommen halt neue, die diese Rolle dann wieder letztendlich übernehmen. Also wir kommen noch letztendlich nicht drum rum, uns mit unseren Schatten, du nennst es Schattenthemen, ne? Oder mit unseren dunklen Themen letztendlich auch auseinanderzusetzen, um dann ja zu heilen. Um zu heilen und um diese, um mir darüber keinen Kopf mehr machen zu müssen oder überhaupt unangenehmen Menschen, für mich unangenehmen Menschen überhaupt mehr zu begegnen oder sie als solche zu identifizieren. Ja, man bleibt halt an der Oberfläche mit so einer klassischen Ausgrenzung. Mhm. Das heißt ja, das eine wähle ich, das andere wähle ich vollständig ab. Hm. Und hier fehlt einfach die Erkenntnis, dass in dem, was ich abwähle, auf einer tieferen Ebene etwas Unglaubliches drinsteckt. Nur diese Oberfläche, von der lasse ich mich halt sofort irritieren und wähle sie ab. Und damit bin ich wie ein Mensch, der nur auf einem Bein steht. Ich habe nicht diese Stabilität. Ich stehe nur auf der einen Seite. Ich neige mich nur so zum Licht, weil ich meine, das ist doch das, worum es geht. Das ist doch die Wahrheit. Hier ist die Liebe, hier ist die Freiheit, hier kann ich mich entfalten. Hier ist das Licht. Und damit verpasse ich aber, dass eine ganz große Kraft auf der anderen Seite noch ist, eine unglaublich große Kraft, nur braucht es da einen kleinen Aufwand, dass ich da mal hingehe, das mal auf eine Art und Weise aushalte, was ich da wahrnehme, weil am Anfang wirkt es so, dass es unangenehm ist, weil eine echte Traurigkeit oder eine echte Angst, eine wirkliche Schwere, die ich fühle, das ist erstmal unangenehm, aber danach verändert es sich enorm. Und ganz wichtig, das, was ich von meinem Verstand ausgrenze, weil ich sage, diese eine Seite ja, diese andere Seite nein, die ist dann nicht weg. Die bleibt trotzdem da und die wirkt quasi die ganze Zeit latent mit. Und wenn ich dort aber reingehe in diese andere Seite, was wir jetzt mal unangenehme Gefühle nennen, und das geht ja so tief bis zu einem wirklichen Hass, also zu wirklich tiefsten Emotionen, wo ich sagen könnte, boah, oh mein Gott, dass ich sowas in mir habe, hätte ich nie gedacht. Wenn ich da reingehe, dann verbinde ich diesen Raum, diesen Schattenraum quasi allmählich mit Bewusstseinsenergie. Also man könnte sagen, dass diese Absicht, die ich bin, wenn ich da reingehe, dass diese Absicht, wenn ich dort hinein wandere, das Bewusstsein mitnimmt und dann diese Ebenen, die da im Schatten liegen, integriert und wieder energetisch anbindet. Das ist so ein bisschen, als ob ich ein Riesenstück Land habe. Da ist ein dunkler Wald, ziemlich groß, und da ist ein freies Feld. Und jetzt lebe ich nur dieses freie Feld, weil ich mich in diesen Wald nicht reintraue, weil ich nicht weiß, was dort ist. Und in Wahrheit sind dort ganz viele Anteile von mir. Das gehört zu mir. Und erst wenn ich da reingegangen bin, mal über meine Grenze hinweggegangen bin, merke ich, dass dort nicht Tod und Verderben herrscht, sondern dass dort ganz viele von meinen Fähigkeiten, von meinen Potenzialen, von meinen Wohlgefühlen auch drin sind. Aber die sind manchmal hinter der Maske von Buh oder oh, oder du weißt nicht, was ich bin. So, das bedeutet, wenn ich wirklich stabil sein möchte, wenn ich wirklich ein autarkes Lebewesen sein möchte, muss ich auf beiden Beinen stehen können, als Sinnbild. Und das bedeutet, ich gehe in diese vermeintliche Dunkelheit hinein, nicht durch den Verstand und über eine quasi Verstandesentscheidung. Ah, jetzt sagt er das. Natürlich möchte ich mich entwickeln. Jetzt gehe ich da rein in die tiefste Dunkelheit. Wo sind die ganzen Dämonen? Wo ist das alles, das Dunkle? Das wäre Quatsch. Aber zu sagen, okay, ich traue mich, dahin zu gehen, dahin zu tendieren. Und ganz wichtig, wenn man bewusst hineingeht,
nennen wir es mal, in die Dunkelheit, weil das heißt ja, die Sachen, die eng sind, die unangenehm sind, die sich auch mal teilweise hässlich anfühlen können. Wenn ich da bewusst reingehe, verliere ich mich nicht. Es ist nicht das, was manche denken, naja, retraumatisiere ich mich dann. Kann ich das dann erwecken und werde es nicht mehr los? Es ist wichtig, dass man weiter in einer Verbindung bleibt zum Gefühl, zum inneren Gefühl. Wenn man diese Verbindung nicht hat, braucht man einen Begleiter. Dann jemanden, der mich da reinführt und sagt, weil es geht nicht darum zu sagen, wir öffnen einfach irgendeinen Raum, sondern den, der sich zeigen möchte, vor dem ich mich aber verschließe. Also mal zu gucken mit ein bisschen Intuition, was ist denn das, was an der Oberfläche schon wirkt? Was ist denn da? Ja, da ist eigentlich, dass ich mich traurig fühle oder dass ich mich unwohl fühle mit mir selbst. Oder vielleicht sogar, und das ist etwas auch ganz Besonderes, dass ich mich instabil fühle. Denn wir versuchen immer, eine Stabilität vorzutäuschen. Vor anderen, klassisches Instagram, auch wenn ich dort gar nicht bin, ich weiß aber, wie es funktioniert, man zeigt immer das, was schön ist. Ne? Diese Urlaubsbilder und so weiter. Dass man aber auch im Urlaub sich teilweise mal fragt, oh, ich fühle mich jetzt gar nicht wohl oder ich fühle mich zu dünn oder zu dick oder irgendwie mache ich mir gerade voll Gedanken, was wird, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme über diese Arbeit und wie es weitergeht oder ich fühle mich gar nicht geliebt. Das wird nicht gezeigt. Ja, also sind wir dort wieder in dieser klassischen Ausgrenzung. Wir versuchen eine Stabilität vorzuführen vor anderen und vor allem auch vor uns selbst. Und wenn wir uns trauen, und jetzt kann so ein echter Gamechanger sein, wenn wir uns trauen, uns instabil zu fühlen, erwächst daraus die wahrhaftigste Stabilität. Das ist jetzt schon fortgeschritten. Das bedeutet aber, ich erlaube mir, diese dunkleren Sachen zu fühlen, die unangenehmen, damit bin ich auf eine Art und Weise instabil, weil wer wirklich Schwere fühlt, der ist in dem Moment nicht leicht. Und wer wirklich Traurigkeit oder Hass fühlt, der ist nicht in der Liebe in dem Moment. Und da fühlst du dich teilweise völlig instabil. Und wenn du da durchgehst, merkst du, oh mein Gott, ich bin so instabil. Oh mein Gott, ich bin so instabil. Das kann gar nicht sein. Wenn ich ganz ehrlich bin, fühle ich mich an sehr vielen Stellen in mir instabil. Und dadurch kommt durch diese Wahrnehmung eine enorme Stabilität. Also auch das wieder, es ist wie ein Paradoxon. Ich gehe immer tiefer in diese Dunkelheit und lande auch wieder sinnbildlich im Licht. Naja, das Kind hat dann einen Namen. Ne? Also wenn man sich mal eingesteht, ich fühle mich instabil und ich erkenne, ich bin instabil, dann sorgt das für Stabilität. Für mich ganz logisch, auch wenn es ein Paradoxon ist, ja, klar. Ich habe verstanden, dass man, wenn man sich in solche Ebenen bedrohlich anfühlende Ebenen vorwagt, dann eben nicht nur mit seinem Verstand das tun, sondern eben einfach mit seinen ganzen Ebenen am besten, mit allem, was man ist, sich dorthin wagen, in Anführungszeichen, mit der ganzen Kraft. Und das ist dann auch wieder logisch, dass das dann verhilft. Über ein inneres Gefühl. Also quasi schon zu sagen, wo führt es mich hin? Und nicht einfach, jetzt mache ich eine Hypnosereise, ja, klar, weil ich das gehört habe, oder hypnotisiere mich selber und erwarte jetzt, dass das Tiefste, Dunkelste vom Dunklen kommt. Nein, weil, wollte ich damit nicht sagen. Ich weiß, aber darauf will ich immer wieder hinweisen, für die Zuhörer, die da noch nicht so Erfahrung haben damit, dass es eine Intelligenz gibt, die in uns wirkt, die sich über unser Fühlen, über eine innere Stimme auch ausdrückt. Und wenn es dann dran ist, wenn es dann anklopft, ja, hier wäre etwas Dunkles, dass man dann gehen kann, dass man weiß, ja, das ist der Heilungsweg. Und ich darf mich auch dafür öffnen, dass es so tief sein darf, wie es möglich ist. Und dass ich aber nicht über den Verstand versuche, etwas zu generieren oder irgendwo mit so einer Arschbombe da reinspringe, weil ich dann denke, jetzt bin ich besonders schnell geheilt. Also immer entlang auch eines inneren Wahrnehmens. Und die innere Schattenwelt, die kann ich auch nur bereisen, wenn es dran ist. Klar.
Also wenn ich da irgendwann auch das für einen gewissen Teil abgeschlossen habe, ist es dann auch mal gut. Aber allein dadurch, dass man in sich eine Erkenntnis hat, ja, das ist ein intensiver Weg der Heilung. Dadurch kann es sich dann halt schon öffnen. Allein dadurch, dass man es hört, kann wie so ein Riegel zur Seite geschoben werden, eine Tür geht auf und man ist bereit, auch da reinzugehen. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, man hat so die Angst vor der Angst. Ne? Also es ist eigentlich eher so auch eben die Angst vor dem Ungewissen, was einem da begegnet und was es letztendlich mit einem macht. Ja. Ne? Erlebst du das auch bei den Menschen, die du begleitest und wie nimmst du sie? Also das ist ein ganz klassisches Thema, Angst vor der Angst, weil ich nicht weiß, was kommt. Es gibt gewisse Vorstellungen und das kann man ganz einfach nehmen, indem man mal hinfühlt. Also ich bin quasi jetzt kurz davor, mich mal einem Thema zu nähern und dann fühle ich mal hin. Ist es wahr? Ist es wahr, dass ich diesen Weg gehen soll? Weil es gibt herausfordernde Situationen im Leben und das kann auch eine innere Reise sein, die kann auch herausfordernd sein. Aber wenn ich fühle, es ist wahr zu gehen, was soll ich dann machen? Soll ich mich noch zurückziehen? Soll ich sagen, nee, ich mache es nicht? Also das ist eine Möglichkeit zu fühlen, ist es jetzt dran, dass ich mich dorthin wende und dann gehe ich mit ein bisschen Mut über meine Angst auch hinweg? Na, eine andere Möglichkeit ist, ich gehe in Verbindung mit dem Thema. Ja, ich fühle mal, okay, will es mich auffressen? Werde ich da gleich sterben? Wird es wirklich gefährlich? Ist dort etwas, wo ich vielleicht nicht hingehen sollte? Also ich mache diese Bewegung hier, weil ich dieses Thema mal so als Sinnbild, ich fühle es hier vielleicht vor mir, vielleicht fühle ich es auch hier drin und dann gehe ich mal hin und überprüfe mal, sollte ich das lieber lassen? Und so, wenn ich in Verbindung bin, nehme ich oft schon ganz gut wahr, ist das jetzt dran oder nicht? Und jeder hat auf seinem Entwicklungsweg, auch wenn man das jetzt vielleicht 3-4 Mal gemacht hat, immer wieder Herausforderungen. Also es gibt immer wieder neue Ebenen, wo man tatsächlich nicht weiß, oh, wird das jetzt gut? Ist das jetzt in Ordnung? Soll ich da hingehen? Das ging mir ganz genauso. Dann erlebst du auf einmal in dir eine Selbstablehnung zum Beispiel und beschäftigst dich damit und merkst, wie sich das verändert. Und auf einmal kommst du dann in eine noch tiefere Ebene und es fühlt sich an wie tiefste Aggression. Und dann ist die Frage, soll ich jetzt da hingehen? Was ist das jetzt? Ist das jetzt in Ordnung? Und dann einfach für sich so abzutasten. Ja, wenn ich jetzt zurückgehe, habe ich dann vielleicht was nicht angeschaut? Soll ich da reingehen? Was wäre der erste Schritt? Quasi so ein bisschen, ich taste mich langsam nach vorn. Natürlich kann man sich immer wieder jemanden suchen, der einen auf diesem Weg unterstützt. Aber wenn man es alleine macht, dann ist es dieses in Verbindung gehen, vortasten, sich zu trauen, das, was wirklich im Leben passieren soll, was dazugehört, das geschieht auch, das, was nicht dazu gehört, was nicht sein soll, kann auch nicht geschehen. Okay, also ich denke, es ist vielleicht auf jeden Fall hilfreich für jemanden, der sehr ängstlich ist oder der vielleicht einfach sowieso schon bewusst traumatisiert ist in diesem Leben und sich wenig gern mit irgendwelchen Ängsten auseinandersetzt, dass der jemanden an der Seite hat, der ihn da gut begleitet und ihn da mehr oder weniger an der Hand nimmt. Also vielleicht so wenigstens für den Anfang, ne? Bis man die ersten Erfahrungen gemacht hat, so nach dem Motto, ach, es ist alles halb so schlimm, wie ich es mir vorstelle oder wie ich es mir vorgestellt habe oder wie ich dachte. Es ist ja eh in den meisten Fällen so, oder? Das, was wir uns vorstellen, ist eh meistens worst, worst, worst case. Und letztendlich so, wie es dann passiert, ist vielleicht die halbe Portion, wenn überhaupt. Ja, ist oft ganz was anderes. Unsere Vorstellungen kommen immer aus der Vergangenheit. Ja. Kommen immer wieder aus dem Verstand. Wir haben irgendwas erlebt, daraus bildet der Verstand irgendwelche Geschichten und glaubt dann, so könnte es sein, so könnte es eintreten. Hat teilweise mit der Realität gar nichts zu tun. Ja. Allein wenn man das schon weiß, dass der Verstand ein Eigenleben lebt und auch ein Eigenleben für uns kreiert. Es gibt diese ganz natürliche Art zu leben, einfach in der Realität zu sein. Und dann gibt es dieses Wupp, springt der Verstand raus und lebt ein eigenes Leben. Und wir glauben aber, dass wir dieses Leben sind. Und wenn wir das nur so ein bisschen loslassen, kommen wir mehr in diese natürliche Ebene rein. Man kann ganz da drin sein, aber dann ist der Verstand
weg oder ja, gibt es einfach keinen. Der Verstand ist ein großes Thema, also macht quasi die meisten Probleme. In Wahrheit gibt es überhaupt keine. Und ja, ich kann mich begleiten lassen. Das ist natürlich am Anfang unterstützend, weil man manchmal gar nicht weiß, wie komme ich denn tiefer in solche Geschichten hinein. Und immer jemand, der den Weg schon mal gegangen ist, kann einen begleiten auch. So weit in der Regel, wie er selber gegangen ist. So ist es oft. Also macht es Sinn, sich begleiten zu lassen? Macht es Sinn, sich unterstützen zu lassen bis zu dem Moment, wo man merkt, das Leben wirkt so intensiv jetzt durch mich. Ich habe meine Erfahrung gemacht. Ich habe meine Erfahrung auch wieder losgelassen. Jetzt kann ich mich da selber hingeben. Also ja, das kann man fühlen, was da für jeden dran ist. Mhm. Ich sage grundsätzlich ja, jedes Konzept hat seine Berechtigung und nicht alles wirkt für jeden gut. Manches braucht der andere braucht wieder was ganz anderes. Ne? Da sind wir uns ja, glaube ich, sowieso einig. Ich habe auch hier schon mit Gästen gesprochen, die sagten, nö, es ist überhaupt nicht notwendig, da irgendwas aus der vermeintlichen Vergangenheit, wie auch immer, anzuschauen und sich damit auseinandersetzen mit dunklen Dingen oder unangenehmen Dingen. Was würdest du dazu sagen? Also von mir kommt jetzt wieder das Bild, das du am Anfang gezeichnet hast, von dem Menschen, der jetzt nur auf einem Bein steht und nur in das Licht schaut und das andere einfach da nicht hinschaut. Also ganz grundsätzlich sage ich, jeder kann das genauso machen, wie es bei ihm einfach passiert. Wer der festen Überzeugung ist, es ist nicht notwendig, das anzuschauen, ist das völlig okay. Mhm. Und er darf ganz genau bei dieser Entscheidung und bei dieser Wahrnehmung auch bleiben. In mir entsteht die Wahrnehmung, kommt einfach aus mir heraus, dass wir eine Ganzheit sind, wo alles drin ist und dass, wenn ich auch nur irgendwas ablehne, irgendwas vermeide, dass ich dann grundsätzlich das Leben vermeide. Und in dem Moment, wo alles drin sein darf, alles da sein darf, dann entsteht wirklich Ganzheit und das gibt ein ganz intensives Lebendigkeitsgefühl. Und wenn ich jetzt mal als Mensch, als Ego, was das ja hier dieser Apparat ist, zumindest wenn man im Denken ist, wenn man in dieser Geschichte lebt, da lässt sich schon oft sehen, dass Menschen, die sagen, man muss das nicht anschauen, diese dunkleren Geschichten, dass man die auch energetisch als einseitig wahrnehmen kann. Dass man da oft sehen kann, ja, okay, muss man nicht, kann jeder selber entscheiden, aber das innere Kindthema ist sichtbar bei dir. Oder deine Festigkeit ist sichtbar. Oder deine Ablehnung gegenüber der Weiblichkeit ist wahrnehmbar. Also das oft da Energie nicht fließt. Es soll keine Bewertung sein, weil das Wichtigste finde ich immer, jeder darf genauso das entscheiden oder glauben zu entscheiden, wie er das gerne möchte. Gleichzeitig ist aber das Sinnbild, was ich gesehen habe, was mir immer wieder so gezeigt wurde, ist mit dem Baum, wenn du wirklich wachsen möchtest, wenn du eine richtige Krone ausbilden möchtest, dann braucht es auch diesen Weg nach unten. Dann braucht es auch den Weg in die Erde, in die Dunkelheit, weil ein Samen ist in der Erde, ist in der völligen Dunkelheit und prägt sich dann aus. Und da kommst du an unterschiedliche Themen, die dich aber stärken, die Energieressourcen sind. Die wirken erstmal dunkel, bis du sie dann mit deiner Wahrnehmung erhältst und erleuchtest und beleuchtest. Und dann siehst du, was da in Wahrheit drinsteckt. Also, ja, es ist wieder diese Oberfläche, die so die dunkel wirkt. Und also ich habe es für mich selber schon erlebt. Ich kenne auch Menschen, die darüber sprechen. Die Worte sind so ein bisschen, sie nerven ein wenig, aber sie werden immer wieder benutzt. Erwachen, Erleuchtung ist schwierig, weil es ist überhaupt nicht das, was man mit diesen Worten benutzt oder was überhaupt sich jemand vorstellt. Aber um es jetzt mal in dieser Illusionsgeschichte zu bleiben, wenn man immer tiefer in diese persönlichen Themen kommt, auch in diese Dunkelheit und dann irgendwann mal den Selbstschmerz in sich wahrnimmt, Selbsthass, einen ganz tiefen Schmerz, dann öffnet sich da ein Raum, den man von außen betrachtet, wie Erwachen, Erleuchtung bezeichnen kann. Weil dann ist da so eine tiefe Verbindung, und das ist nicht wirklich beschreibbar, dass
dann eine ganz große Freiheit daraus entsteht. Mhm. Also ich würde sagen, je tiefer man in diese eigene Schattenwelt kommt, liebevoll, auch absichtlich, nicht einfach, oh mein Gott, ich habe mich total verloren. Ja, ich war zwei Jahre in einer tiefen Dunkelheit und habe irgendwie auch im Außen viel Mist gemacht. Das ist es natürlich nicht. Eine absichtliche, offene Empfängnis der eigenen Dunkelheit. Je tiefer man da reinkommt, desto stabiler ist man am Ende, desto verbundener ist man auch. Und irgendwann macht es Schnipp und beide Seiten sind weg. Und dann könnte man schon wieder sagen, ja, man muss sich darum nicht kümmern. Aber die Leute, die sagen, man muss sich darum nicht kümmern, sind ganz sicher nicht in diesem Zustand, wo beides weg ist. Ja, ich denke auch immer, wenn man es doch eben nicht anschaut, nicht integriert, nicht wahrnimmt und damit erlöst, dann fällt es einem halt vielleicht später dann nochmal auf einem anderen Weg auf die Füße. Ja, ziemlich wahrscheinlich. Ne? Auch wenn es vordergründig jetzt erstmal erledigt ist, das Thema. Es geht ja dann meistens um körperliche Themen oder sowas, die dann da behandelt werden. Und ja, also das ist mein Gefühl, dass es eben später dann, ja, dich nochmal... Es bleibt ja da. Es bleibt latent wirken, ja. Bloß wird nicht hingeschaut. Mhm. Es wird quasi mit der eigenen Schöpferkraft, ja, die man hat, woanders hingeguckt. Weil es kann ja auch kein anderer für mich tun, oder? Nein. Eben, nein. Punkt. Geht nicht. Kann man nur selber machen. Aha. Und ja, deswegen ist eine echte Einladung. Du gehst in die eigene Instabilität und wirst dadurch enorm stabil. Ja. Ja, so bedrohlich oder so schwierig sich das auch anhört, aber so erlösend ist das Ganze dann letztendlich und in die Freiheit führend. Absolut. Und so bedrohlich ist es gar nicht. Es ist oft am Anfang, dass man glaubt, oh, da sind jetzt die inneren Schatten. Das geht ja so weit, dass manche denken, oh, da gibt es auch innere Dämonen. Und wenn man sich der Sache aber nähert, das Bewusstsein ist immer da. Also dieser Bewusstseinsraum, in dem wir leben, der ist da, der führt uns dadurch, ganz einfach betrachtet. Und die Sachen verändern sich oft recht schnell. Dass es nicht mehr bedrohlich ist, sondern dass es dann auch auf Augenhöhe betrachtet werden kann. Und der nächste Schritt ist dann, dass ich es löse, heile oder durch mich, durch meine Absicht eine Heilung geschieht und ich dann wahrnehme, am Ende war ich ja viel größer als das. Also irgendwie bin ich ja dieser Raum, in dem das stattfindet. Wie kann ich davor so eine Angst haben? Das wäre wie, als wenn ich das ganze Haus bin und habe Angst vor einem Mitbewohner. Und könnte aber einfach sagen, du bist an der Zeit auch, dass du dieses Haus verlässt oder dass du dich hier integrierst, dass du dich veränderst energetisch. Also wir sind die große Instanz. Wir kommen uns aber oft vor wie so ein kleines Mäuschen und stehen dann vermeintlich vor so einem großen Elefanten. Und das Bild ändert sich dann aber ganz schnell. Ja, also nochmal zur Zusammenfassung. Wir gehen nicht gezielt in eine Situation rein, wenn wir sowas machen oder wenn... Das, was du jetzt meinst, wie vorzugehen, ne? Sondern man lässt sich quasi führen vom eigenen Inneren zu dem, was jetzt gerade angesagt ist und also angesagt in Anführungszeichen, was ansteht, was angesehen werden kann, weil auch die Ressourcen, die Energie entsprechend da ist und weil es einen jetzt auch nicht überfordert. Und ja, letztendlich ist es auch der Schutz davor vor einer möglichen Retraumatisierung oder sowas, was ja doch jetzt die Kritik wieder sein könnte. Du hast es aber schon aufgegriffen und eigentlich auch schon geklärt, aber ich wollte es nur nochmal. Genau, nichts Ausgedachtes, ja, sondern was Gefühltes und allein die innere Erkenntnis, ich darf mich diesen Schattenthemen zuwenden und auch wirklich respektvoll, freundschaftlich, weil da sind auch Dinge, die einem wirklich Angst machen können. Mhm. Das ist, ich habe ja vieles jetzt durchlebt und da hat sich vieles gelöst, da ist ganz viel abgefallen und ich kann jetzt ganz anders drüber sprechen. Und manchmal muss ich mich selber noch ein bisschen wie zwingen, daran zu erinnern, wie war es denn zu den Zeiten, als es echt schwierig war. Weil genau das ja das ist, was viele Menschen brauchen und nicht, dass ich jetzt aus einem Raum spreche, wo ich da durch bin, wo das nahezu gar nicht mehr auftaucht. Und da gibt es echte Herausforderungen, wo man nicht genau weiß, oh, soll ich das jetzt, will ich das jetzt? Aber dieses Verständnis in mir drin, ja,
Und wenn ich da jetzt noch einen Schritt weitergehe und wenn ich mich traue, dass es sich öffnet und wenn ich das jetzt betrachte und anschaue, dann verändert sich was. Allein diese Erkenntnis, das ist das, worum es geht, weil dann öffnen sich die Räume mit solchen Erkenntnissen. Und ja, dann schaut man, mache ich es allein, lasse ich mich führen. Aber nochmal dieser Satz wiederholt, ich gehe rein in diese Dunkelheit, ich merke Instabilität sogar immer mehr, je tiefer ich reingehe. Ich habe für mich gemerkt, oh mein Gott, gibt es denn überhaupt eine Stabilität in mir? Mhm. Weil früher dachte ich, ja, Stefan, der ist jetzt ganz in Ordnung, der hat eine ordentliche Ausbildung gemacht, hat Freunde, hat ein ordentliches Leben. Und dann habe ich gemerkt, dass innerlich viele Dinge sind, die ich gar nicht kannte, die sich nur latent ausgewirkt haben. Da habe ich auf einmal gemerkt, dass ich mich gar nicht so wohlfühle mit mir, dass ich irgendwie kompensiere, dass ich immerzu irgendwas erreichen muss, dass ich auch etwas sehr gut erreichen muss, teilweise sogar der Beste sein muss. Und dann habe ich gemerkt, oh, also in Wahrheit ist ja total die Instabilität. Dann wurde das immer bewusster, selbst wenn du zum Grillen gehst. Ich habe ein ganz normales Leben geführt, ja, mit Freunden, aber wenn man tiefer sich bewusst wahrnimmt, dann merkt man, oh, ja, ich möchte ja ordentlich aussehen, ne? Dann dürfte jetzt das T-Shirt nicht zwingend total dreckig sein. Ich muss in einer gewissen Ordnung dahin. Ich möchte auch, wenn irgendjemand anders was Großes zu erzählen hat, irgendwann möchte ich auch mal was zu erzählen haben. Ich kann viermal zuhören, was die anderen sagen, aber immer feiner wird es, dass du merkst, ich muss immer etwas tun, ich muss immer etwas sein. Und ich habe gemerkt, es wird immer instabiler in mir. Und dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, diese Instabilität, wenn ich mich da richtig reinfallen lasse, wenn ich immer tiefer hineingehe, dann merke ich, beginnt irgendeine Art Stabilität in der Instabilität. Also sich da reinzutrauen, ist für mich ein Schlüssel der persönlichen Entwicklung und vielleicht konnte es jetzt ein Hinweis sein für den einen oder anderen. Ja, ganz wertvoll. Vielen Dank. Kannst du uns noch ganz schnell sagen, wo man dich findet, wenn man sagt, wäre ein Weg für mich, mich da begleiten zu lassen auf dem... Ja, das hatten wir ja schon auch in vielen Interviews. Also das Bewusstseinsfeld, das ist so ein bisschen der Name, den ich da benutze. Wunderbar. Lesen im Bewusstseinsfeld. Herzlichen Dank, lieber Stefan. Ich freue mich schon auf weitere Gespräche und verabschiede dich in der Zwischenzeit. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ganz vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen auch einen Raum eröffnen, mit negativen Gefühlen umzugehen. Ich wünsche es mir zumindest und im Namen meines Gastes wünsche ich Ihnen Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Bleiben Sie achtsam, wachsam und liebevoll zu sich selbst und schauen Sie auch gerne das nächste Mal wieder rein. Wir freuen uns. Bis dahin. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch mal auf Wikisana, registrieren Sie sich da und schauen sich alle diese Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche an. Und bitte auch diesen YouTube-Kanal abonnieren. Das hilft nicht nur uns, sondern auch der weiteren Verbreitung von unserem Sender. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt. Viel Spaß. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.